awkward for me, but if you found this, then that means... Anyway, if you could try to deliver this video recorder to my home. That's in Haventon, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and, well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack, climbing harness, a flashlight, a couple of batteries, a pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. It only took me 4 hours to fly out east. Better part of a year to walk home. With any luck, I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. I wonder if our apartment is still there. Let's Play I Am Alive mit Nordinkel. Das Spiel ist heute rausgekommen für den PC. Für diverse Konsolen gab es das schon. Ich guck mal, was hier hinten ist. Nichts. Okay. Sich der Weg hier überhaupt nicht gelohnt. Schon mal gut. Aber aussieht es hier. Ich habe das erste Kapitel im ersten Kapitel reingespielt und das zweite auch schon angefangen. Und dann habe ich beschlossen, es zu Let's Playen, weil es ist einfach nur, ja, wie man sieht, es ist hier niedrigste Grafikeinstellung, mit denen ich spiele. Anders kann ich das leider momentan mit meinen Ressourcen nicht aufnehmen. Und wie man sieht, es ist ein Kunstwerk. Es ist eine sehr beklemmende Atmosphäre. Der Charakter hier, ne? Der ist auch richtig geil. Ich weiß nicht, wie er heißt. Bis dahin heißen wir einfach Nordinkel. Ja. Schwarzer Humor ist immer das Beste, was man bringen kann zu diesen Zeiten. Welcome to Haventon. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. So. Was zur Hölle? Ach, die Kameraführung. Ja, das ist ein schönes erzählerisches Stilmittel. Die Kameraführung verhindert aktiv und mit Absicht, dass ich da lang gehe. Das ist ja einfach mal nur zu gut. Gefällt mir. Wenn wir hier lang gehen, unbedingt wollen, dann müssen wir auch lang. Hier lang. So. Aber das soll nicht stören, diese kleinen Macken. Wir werden hier über den Abgrund springen. Und hochklettern in Assassin's Creed Manier. Oh ja. Sollte. Oh. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ja, ich weiß, dass ich abstürze, wenn ich zu viel Ausdauer verbrauche. Ich glaube, ich habe es gerade vergeigt mit diesem Klettersprung da. Sieht nämlich sehr eng aus. Ja. Du schaffst das, Digga. 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 Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht.
Boah, hast du geschafft. Heilige Scheiße, das war knapp. Okay. Müssen wir jetzt auf, nicht auf der Seite, sondern auf der Seite, wieder runter. Ja, hier kann man nicht stundenlang irgendwo rumklettern. Unser guter Ezio Auditore. Nein. Hier. So. Drücken, sich fallen zu lassen. Ist hier irgendwas? Nein. Ist alles schon leer geräumt. So. Diese Katastrophe scheint nicht nuklearen Ursprungs zu sein. Und wenn, dann spielt Strahlung hier. Dann spielt Strahlung hier keine große Rolle. Nein, kein Klettersprung, bist du des Wahnsinns. Jetzt muss ich zwei davon machen. Ja, ist mir klar. Aber ich kann ja zum Glück hier nicht hoch. Doch, kann ich. So, dann machen wir hier eine Pause. Und machen weiter. Katastrophe scheint nicht nuklearen Ursprungs zu sein, wie bereits gesagt. Und selbst wenn... ich kann hier nicht um die Ecke, ich bin, glaube ich, falsch. Dann spielt... die Strahlung hier keine Rolle. Was auch gut ist. Ich meine, man hätte nichts, um diese Strahlung zu messen. Upsala. Ja, hier fallen lassen. Wirkt sich vielleicht irgendwann aus, dass einem die Haare ausfallen oder so. Wenn das passiert, dann werden wir sehen, das war tatsächlich doch wieder was Nukleares. Ich weiß, dass beim Klettern Ausdauer verbraucht wird. Damit wurde ich schon konfrontiert. Aber gut, dass du es mir nochmal sagst. Ich freue mich. So, und jetzt müssen wir uns beeilen. Und sonst wird das eng. Oh mein Gott, willst du mich verkackeiern? Ach, mach es. Ja, ja, ja. Streng dich an, Digga. Streng dich an. Schaffst das. Hoch da. Wunderbärchen. So. Wir sind hier oben. Ja. Extreme Anstrengung verbrauchen die Ausdaueranzeige. Dann hat man maximale Ausdauer weniger. Temporär. Was auch einfach nur Sinn macht. Deswegen werden wir hier jetzt ein Wasser trinken, um das wiederherzustellen. Hier müssen wir hin. Hier ist das Apartment. Hier müssen wir durch. So, jetzt sind wir auf dieser Brücke. Es ist wirklich so viel monochrom und so viel mit Licht wird gespielt, dass man kaum noch was sieht. Guckt euch diese Lichtstrahlen an. Well, it's still standing. Though Abington has seen better days. Das ist übrigens ein schönes Stilmittel, um zu verbergen, dass die Grafik ein bisschen altbacken ist. Die matschen da einfach viel Licht. Oh Gott, zum Glück hat der Handschuhe, der Typ. Holy. Guckt euch das an, Alter, wie er runter pace. Zack, hier sind wir. Der Typ ist schon ziemlich badass. Muss man so sagen. Dass er das einfach mal macht. Ist ein Überleben. Er hat schon ein Jahr lang hier verbracht. Ist also nichts Neues für den Typen. Oh, hier ist was. Schmerzmittel. Werden wir bestimmt noch brauchen. Wo geht's jetzt lang? Ist die Frage. Geht es hier irgendwo lang?
muss bestimmt irgendwo hochklettern. Ich hab's schon wieder vergessen. Muss bestimmt da wieder hoch. Aber von da aus nicht. Ach, Quatsch. Hier. Zack, 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 hangelt er sich lang. Es ist verdammt tief da drunter, ey. Der Typ hat echt Eier aus Stahl, muss man schon sagen. Das Spiel sieht bestimmt auch richtig geil aus mit vollen Grafikeinstellungen. Und es ist tief da drin. Ich glaube, den darf ich jetzt runterklettern, ja. Ein Feuerwehrwagen. Im Einsatz. Oh Mann, er wackelt, er wackelt. Er wackelt. Ja, lass sie fallen, aber möglichst nicht über den Abgrund. Schön. Und jetzt muss ich dich hier einfach weg, bevor das Ding runterknallt. Und rüber. Zack. Und rüber. Zack. Wow. Knappes Ding. Knappes Ding. Und dieses Spiel, ne, das. Oha. Die haben wohl hier Backstage-Tickets gekriegt. Bei der Katastrophe. Die wissen Bescheid. Die wissen jetzt Bescheid. Da geht es weiter, das sieht man genau. Ja, und in diesem Spiel wird eine ganz alte Spielmechanik wieder aufgegriffen. Nämlich die Spielmechanik der Extra-Leben. Man hat am Anfang 3 Wiederholungen, nennt sich das hier, so 3 Leben. Und wenn man die verliert, dann ist... Wow, was habe ich getan? Ich habe meine Waffe gezogen. Wir haben aber keine Munition. I can probably get back up to the streets if I go through the sewer. Und wenn die Leben weg sind, wie gesagt, dann darf man alles nochmal spielen. Zumindest das Kapitel nochmal spielen. Das war so Softcore Permadeath, möchte man sagen. So, durch die Kanalisation. Und damit hätten wir das erste Kapitel abgeschlossen. Einige Charaktere verteidigen nur ihr Gebiet. Andere sind aber aggressiver und suchen nach Ärger. Überlegen Sie gut, bevor Sie Ihre Waffe ziehen. Oha, ich sehe da was leuchten. Da ist Feuer. Da sieht man, man ist nicht allein. Watch out! Hey, oh. You. I don't want any trouble. I'm already gone. That's it. Just keep right on walking. And don't come back. Okay. Das war unser erster Encounter. There's a lot of dust down there. Pretty thick. Ja, ein ziemlich düsteres Endzeit-Szenario, aber auch ein richtiges, finde ich. Das hier ist wirklich Survival, wie man gerade an dieser Begegnung gesehen hat. Jedes Lebewesen, gerade Menschen, andere Überlebende, können den Tod bedeuten. Hier sind wir. Wer schreit da?
Das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Da jagen wohl irgendwelche ungemütlichen Menschen welche jemanden. Oh, und der? Er ist kein Skelett. Der ist erst letztens gestorben. Oha. Was steht da? We don't share. Get out. Ja, hier scheint es nicht lang zu gehen, wie man sieht. Da ist irgendwas. Die ersten Anzeichen von Leben. Aber das ist nicht unbedingt etwas Beruhigendes, wenn man das so sieht. So, wir müssen hier jetzt durch. Wir haben keine Kugel im Magazin. Sie haben eine Wiederholung gefunden. Wie ist sie hier? Die verhassteste Spielmechanik überhaupt. Und die sinnloseste. Aber hier nicht unbedingt schlimm. Could force open this gate with something. What the hell do you think you're doing? Uh-oh. What are you doing here, boy? All right. Hold up, hold up, hold up. Hey, back up. Stepping back. Please, please. Yeah. Step back. No problem. Please, I'm trapped. No. Hey, okay, whatever you want, buddy. Oh, fuck. No. No. Ich hab's gebackt. Das ist natürlich gut. Do whatever you say. Stepping back. Please, I'm trapped. No. Hey, okay, whatever you want, buddy. Ich will jetzt eh drücken. Payback time. Shit, I'm blocked. Don't shoot. Do whatever you say. Es ist gebackt. Ich kann ihn nicht runterstoßen. Please. Komm her jetzt. I'm not worth a bullet. Komm jetzt wieder lang. Es war ein großer Fehler. Nein. Das ist natürlich mal wieder ein Vorführeffekt. Das war jetzt extrem bug. Sah gut aus. Dann behalte ich mal das Messer, ja. Also die Sache war so, man konnte ihn da runterstoßen und er hat dann sein Messer verloren. Es ist dann da liegen geblieben. Aber ich musste ihn natürlich genau hierhin backen, wo er irgendwie hochgehen konnte. Und damit habe ich diese ganze Szene versaut. Auch nicht schlecht. Sowas passiert auch immer nur mir. Wie man sieht, Combat ist hier nicht Ego-Shooter-like oder so. Sondern da muss man wirklich überlegen. So, bis hierhin habe ich gespielt. Die Tür habe ich aufgebrochen und die nächste Szene spielt. Zack, auf mit der Tür. Sie stehen mehreren Gegnern gegenüber. Ja, hier nicht die Pistole ziehen. Sondern das hier machen. Dieser Kerl ist ein richtiger Badass. Ein Jahr lang hat er schon überlebt und das scheint ein ziemliches Accomplishment zu sein hier. Und wir haben eine Kugel gefunden. Wir haben jetzt tatsächlich eine Kugel im Magazin. Hold up. I'm at your mercy. Was tust du da? Hä? Den müssen wir erschießen. Ja, ja. I'm not worth ja. Er war es. Hey, okay. Whatever you want, buddy. Er war es. Please.
Du bist tatsächlich nicht die Kugel wert, mein Freund. Und was ist mit dir, hä? Wollen wir dich erlösen? Er wäre wahrscheinlich eh verhungert. Die hätten ihm doch nicht geholfen, diese Thugs. So. Ab jetzt weiß ich nicht mehr, wie man solche Situationen meistert. Bei meinem ersten Playthrough habe ich hier alle Leben verloren, hintereinander. Weil ich sinnlos auf die linke Maustaste habe und versuchte hier einen auf Samurai zu machen mit meinem Entermesser. Das ging nicht. Wenn man so einen schweren Kill versucht wie gerade und nur das ging, weil er eben auch mit einer Machete bewaffnet war, der Gegner, dann macht einfach der andere, dann unterbricht einen der andere. Und dann wird man einfach verprügelt von den beiden. Und deswegen muss man hier die Kugel verschwenden. Ich habe es noch nicht geschafft, es ohne die Kugel zu machen. So, und ab jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Das kann man aufbrechen. Hör mit der Rennerei auf? Okay. Warum? Ich bin wahrscheinlich nur irgendwo gegengeschratzt. Okay. Gibt es wohl mehrere? Nee, gibt es nicht. Hier ist Stacheldraht und nichts. Hier kann doch wenigstens mal was liegen. Meine Güte. So. Alles relativ linear hier. Ja, dieser Kerl, er hat schon drauf, den wir hier spielen. Der ist ein Survivalist, wie er im Buche steht. So, auf mit der Tür. Los, komm jetzt hier. So, haben wir gekonnt. Die Tür von der Kette getrennt. So, da geht es runter. Ist hier noch etwas? Nein, das hier ist nicht Fallout. Und hier in der Nähe gingen ja auch Leute rum, die haben hier bestimmt alles schon gescavenged. So erkläre ich mir das. Dass hier nicht an jeder Ecke Munition rumliegt. Was ist das hier? Ein Erste-Hilfe-Kasten. Ich habe nichts gesagt. So, wir sollten mit Vorsicht vorgehen. Ich weiß nicht, ob man hier schleichen kann. Das wäre eigentlich sinnvoll. Das ist ein Einkaufswagen. So, es ist verdammt nochmal hell. You and your friend should be ashamed. Attacking people can barely defend themselves. He doesn't look like part of that gang. Was sind das für Leute? Okay, die scheinen. Kann ich mit denen reden? Nein. Kann ich nicht. Die haben sich verbarrikadiert. Geht es hier weiter? Ich sollte eigentlich gelernt haben, dass es nicht, dass das hier alles linear ist. Aber es geht da weiter und da. Gucken wir mal auf die Karte. Okay, hier müssen wir hin, aber da geht es eindeutig nicht weiter, weil da natürlich eine Straßensperre ist. Natürlich. Kommen wir da vielleicht her? Es sieht danach aus. Yep. Okay. Ne, wir kommen daher. Ach ja, komm. Guck mal nochmal. Guck mal dahin.
Vielleicht gibt es hier irgendwas. Ich werde ragen, wenn das hier wieder irgendwo... Nein, hier ist tatsächlich was. Ach, das ist die andere Seite hiervon. Wir haben ein Soda-Getränk gefunden. Mann, das hat jetzt lang gedauert, sich zu entscheiden, hier hinzugehen. Mann, das werde ich sein lassen in nächster Zeit. Und am Ende dieses Kapitels werde ich auch aufhören aufzunehmen und das Ganze mal hochladen. Sie hat mein Opfer gerettet. Dafür hat sie eine zusätzliche Wiederholung. Es erhöht auch ihre Endpunktzahl. Sehen Sie es sich auf der Statistikseite an. It's just over there. So you haven't been in Haventon since the event. You know, shortly after it happened, the first thing that we had to deal with were the earthquakes. They kept happening day after day. Most people ended up at makeshift emergency centers like the Haventon Stadium. We were protected from collapsing buildings, but there was so much dust in the air, so we had to find another solution. And it's been a year now, but we still have aftershocks from time to time. Seems they're here to stay. All we can do is deal with it. Mhm. Also Erdbeben, also Naturkatastrophen haben das alles angerichtet. Be careful out there. Those armed folks may still be around. Ja, sind sie bestimmt. Wir haben diesen Typen also jetzt geholfen. Und das hat uns Karma eingebracht, mehr nicht. Keine Belohnung bekommen, aber was sollten die auch schon haben? Das tut weh. Ich weiß, ich weiß. Ich habe getan, was ich konnte. Hä? Was ist da los? Ja. Ja, ich komme auch nicht zurück. Mann. Niemand mag mich hier. Was soll denn das? Ich will gar nicht groß kommentieren, das Spiel, weil es irgendwie für sich steht. Hier ist schon wieder einer vor kurzem gestorben. Nicht durch die Katastrophe. Ich muss sie wohl rüber balancieren, auch nicht schlecht. Wenn es jetzt ein Minigame gibt, dann werde ich ragen. Ne, gibt kein Minigame mehr, macht's einfach. Hier liegt Zeug. Gib mir die Schmerzmittel. Da geht's rein. Das ist das Apartment. Wir sind, glaube ich, angekommen. Unglaublich. Wir sind zu Hause. Hier haben wir also gewohnt. Well, the apartment's still standing. That's a good sign. Wasn't sure I'd ever see this place again. Ich will jetzt einfach nur noch hier rein. Home sweet home. Mary? Julie? Are you there? There's no one here. Natürlich nicht.
Versuche gerade auszumachen, zu welcher Zeit das spielt. What's this? We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We'll be taken to one of the emergency shelters. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon, but we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Julia Mary, May 23rd. I am alive. May 23rd. That's almost a year ago. Sorry that you've had to go through all this without me. Earthquakes, dust storms, then what came next? The food shortages, hunger, thirst. Where could you be now? This year was so long already. While I walked back, I was thinking, I was just find you standing here. How could I? Oh, shit! Erdbeben. So. Und mit diesen Worten, mit dem Beginn des nächsten Kapitels, endet diese Aufnahme. I am alive. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wann auch immer ich weiterspielen werde und die nächste Folge hochladen. Ich mag dieses Spiel. Es gefällt mir. Es ist eine schöne Reise ins Postapokalyptische. Aber dann werde ich auch wieder meinen Schwerpunkt woanders hinlegen. I am alive. Na, ich werde sehen. Ich werde jetzt mich nicht festlegen. Kann auch sein, dass ich sehr viel I am alive jetzt spielen und hochladen werde. Obwohl das ja nicht die Richtung ist, in die mein Channel gehen sollte. Looks like they left in a hurry. Ja. Aber ich werde hier nicht viel reden. Das Reden über sowas, das spare ich mir auf für meine Roguelike-Let's Plays. Ich möchte, dass das hier stimmig bleibt. Und hier sind wir im alten Zuhause, im alten verwüsteten Zuhause. Und ich wünsche euch noch vergnügliche Tage. Auf Wiedersehen.